Der neue Action-Thriller mit Liam Neeson wird in den USA auf Netflix gezeigt. In den meisten anderen Ländern kommt er aber ins Kino und damit geht es hier jetzt um The Ice Road. In einer kanadischen Mine stoßen die Bergarbeiter unter Tage versehentlich auf eine Methanblase, was eine folgenschwere Explosion sowie Verschüttung zur Folge hat. Fortan läuft die Zeit gegen den immer knapper werdenden Sauerstoff im Minenschacht. Um eine lebensrettende Bohrung durchzuführen, bleiben 30 Stunden. Doch dafür braucht man zunächst das richtige, tonnenschwere Material. Zum Einfliegen sind Helikopter zu klein und für Flugzeuge gibt es keine Landebahn. Die Eisstraße ist im Frühjahr bereits gefährlich dünn und die meisten Trucker sind eh im verdienten Urlaub. Doch da ist dann plötzlich Mike. Gerade erst gefeuert, ist er zusammen mit seinem Bruder dennoch einer der besten Fahrer und er wird sich dieser Aufgabe gegen die Zeit unter Einsatz des eigenen Lebens stellen. The Ice Road geht 103 Minuten. Ich würde mal vermuten, dass der FSK 12 vielleicht 16 kriegen wird. Startet voraussichtlich ab dem 14. Oktober 2021 in den deutschen Kinos und ist wie eingehend erwähnt ein Action-Thriller, ein Genre, in dem sich Liam Neeson inzwischen seit vielen Jahren zum Star nach oben avanciert hat, aber irgendwann auch die Rollen so generisch geworden sind, dass man sie manchmal gar nicht mehr so klar voneinander trennen kann, weil das Szenario oft das gleiche ist. Ein Mann gerät in eine recht ausweglose Situation, aber beschließt dann letztendlich das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und so heftet man dann sich halt an die Fersen oder an die Fäuste von Liam Neeson, wie er sich durch verschiedenste Action-Thriller schlägt. Vor einigen Jahren war das noch so, dass Action-Sequenzen da teilweise eben länger gefilmt worden sind, aber mit dem Alter wird das wahrscheinlich physisch auch immer anstrengender. Und so kann man da auch mal so ein bisschen sehen, wie Action-Sequenzen immer mehr zerschnitten werden. Das ist hier leider auch in The Ice Road der Fall und ein Film, der letztendlich sich auch einmal mehr bei der Rollenwahl, die er hat, nicht so wirklich unterscheidet von vielen anderen Figuren. Außer, dass man hier versucht, die emotionale Komponente an einen Bruder, der aufgrund eines Traumas und des Krieges geistig beeinträchtigt ist und vor allem das ist zumindest nochmal so ein Moment, zumindest aus der Sicht des Bruders heraus, wo ich denke, okay, da gibt es so eine emotionale Komponente, warum ich diese Hauptfigur als den Helden vielleicht sehe. Da gibt es auch noch andere Fahrer somit als Begleitung auf dem Weg, wo ich besonders eine relativ spannend fand, aber am Ende ist die Idee, wie sich das verbirgt, wie sich das wandelt, welche Figur, wie veranlagt ist teilweise so plump, dass nie wirklich Spannung aufkam für einen Thriller. Ich die Effekte oft nicht gut aussehen fand, die Musik tendenziell eher anstrengend und am Ende das eben so ein Action-Thriller nach Liam Neeson-Machart ist, den man eher im unteren Bereich der Qualität aus meiner Sicht einzuordnen hat und den man auch irgendwie nach einmal sehen kein zweites Mal sehen muss. Und ich auch beim Sehen dachte, oh, jetzt gibt es keine einzige Szene, wo ich denke, wow, deswegen hat es sich allein gelohnt. Und das ist wirklich schade, weil ich Liam Neeson mag, aber The Ice Road kann aus meiner Sicht nicht viel. Reden wir kurz nochmal über ihn, beziehungsweise wenn wir über den Cast reden, obwohl über ihn haben wir eigentlich im Grunde alles gesagt. Lass uns über Marcus Thomas reden, der Gertie McCann spielt, der Bruder eben mit dem Trauma. Er hatte mich so leicht an Mark Ruffalo in seiner mega krassen Serie, dessen Name gerade mir nicht einfällt. Auf jeden Fall eine mega coole Mark Ruffalo-Serie, dem er eben zwei Zwillingsbrüder spielt, wo einer auch eben geistig beeinträchtigt ist. Und irgendwie hat er so diese Physis und diese Art und Weise und diese Idee von zwei Brüdern und dieser Bindung hat mich daran einfach so ein bisschen erinnert. Und ich finde, über ihn funktioniert dann dieses emotionale Herangehen an die Hauptfigur am stärksten, während aber trotzdem seine Performance diesem Motiv eben von Mike McKinnon unterworfen wird, warum er das Geld braucht, welche Idee er hat, nachdem sie gefeuert wurden, vielleicht noch gemeinsam als Duo eine richtig coole Zukunft sich aufzubauen. Und da wird er eben so ein bisschen untergebuttert, weil ich finde, man merkt die ganze Zeit, dass da die Figur eigentlich mehr noch zu zeigen und zu erzählen hat. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass sie dann doch zu sehr dieser Hauptgeschichte untergeordnet wird. Ähnliches gilt beispielsweise für Amber Midthunder, die Tantoo spielt. Eine, die sehr früh klar macht, dass sie gerne politisch rebelliert, die auf Krawall gebürstet ist und damit eine ganz spannende Energie eigentlich reingibt, aber auch von Chaos-Szenario ins nächste Chaos-Szenario geworfen wird innerhalb von The Ice Road und sich da gar nicht so richtig entfalten kann. Da merkt man auch, dass da viel mehr drin gewesen wäre, wenn man da ein bisschen mehr Ruhe hier und da mal reingebracht hätte, meinetwegen den Film auch 10 Minuten länger, um dieser Figur mehr Raum zu geben. Lawrence Fishburne noch dabei als Jim Goldenrod, einer, der den es nicht wirklich gebraucht hätte, weil er im Grunde so der Chef ist, der alle Trucker beschäftigt und im Grunde nur sagt, alle meine Trucker, die sind im Urlaub, keiner kann diese gefährliche Straße fahren um die Zeit. Und er dann aber sagt, ich habe in dieser Mine Männer, die ich kenne Familie dort, es ist eine persönliche Sache. Und das hätte ungefähr jeder sagen können, warum es dafür jetzt Lawrence Fishburne wirklich gebraucht hätte, wag ich mal so ein bisschen dahinzustellen mit einem großen Fragezeichen. Und am Strich auch seine Screentime, wo die Figur sich hier entwickelt, dann doch auch an so einem Punkt, wo ich denke, wenig überraschend und leider Gottes dann auch zu wenig für einen, der durchaus viel mehr Charisma und
Präsenz reinbringen könnte in so einem Film. An Benjamin Walker wiederum, als Tom Varney, da habe ich mich richtig geärgert, weil diese Figur schon, wenn sie das erste Mal auftritt, man sich denkt, ah, okay, wird der Film in die Richtung gehen, er geht in die Richtung, und da finde ich es dann sehr, sehr plump und vorhersehbar, und da wird der Film dramaturgisch schwach. Wenn man sich überlegt, das soll jetzt irgendwie ein Kniff sein, also das finde ich dann wirklich so einen Plot, wo ich denke, nee, lieber nicht. Und ob es dann den Weg wirklich ins Kino braucht, mag ich an der Stelle auch bezweifeln. Und so ist auch diese übergeordnete Rahmenhandlung und diese Idee, warum überhaupt erst passiert, was passiert, dann doch alles so zusammengepackt, damit man auf dieses Szenario kommt, im Frühjahr über die Eisstraße zu müssen. Und Filme fühlen sich dann manchmal schwierig an, wenn sie zu konstruiert und gebogen einfach wirken. Und das gilt leider für diese Rahmenhandlung bei The Ice Road. Technisch ein Film, der den meisten, bis auf die Effekte und die musikalischen Bereiche, ansonsten sagen wir mal solide ist, die Kameraarbeit, die ist erwartbar, auch dieses kanadische, der Film wurde in Manitoba, einer kanadischen Provinz gefilmt, so dieses weite, eisige, isolierte, verloren, das ist schon ein schönes Setting, das ist ein Setting, was ich mag und wo ich eigentlich auch diese Prämisse mag, dass du über so eine gefährliche Eisstraße musst, aber wenn man das nicht mit so schwachen Effekten und irgendwelchen Wellen, die da drunter sich bewegen und wenn Eis dann so bricht, mit diesen Soundeffekten kombinieren würde, sondern eher versucht, einen Survival-Thriller mehr in Kamera aufzuziehen, mit den wirklichen Ängsten der Figuren und nicht unbedingt nur diese Trucks und dieses Eis als Grundthema zu nehmen, sondern über die Ängste der Leute zu gehen, dann würde das viel mehr bei einem Publikum andocken. Da könnte man einfacher denken und muss nicht den Computern irgendwie die CGI-Arbeit überlassen, um mir irgendwie Spannungen reinzudrücken als zuschauende Person, die ich dann leider nicht empfinde bei diesen Action-Thriller, ist die Musik dann oft nämlich auch dann treibend und so viel, wo es eben das, wie es geschrieben ist und was die Figuren erzählen in den Dialogen oder was sie überhaupt an Raum zum Spielen bekommen, das nicht tragen können. Und daran scheitert dann eben zu dieser Gedanke zu sagen, dass wir so einen Film in erster Linie technisch spannend machen, als inszenatorisch. Und ja, am Ende bleibt es trotzdem ein solide gefilmter Film an dieser Stelle, weil er eben einfach auch ein schönes Grundsetting hat, die Kostüme und Make-up, soweit praktisch oder taktisch, was man alles braucht, wenn man sich auf so einen Trip begibt, ist es am Ende ein Film, den Netflix sich weggekauft hat für 18 Millionen Dollar, um in den USA auszuwerten, und ist auch so ein typischer Action-Thriller, den ich auf Netflix erwarten würde und auf der Kinoleinwand nicht unbedingt brauche. Setting mag ich, Idee der Rahmenhandlung mag ich, ansonsten die im Nächsten kaum abgegrenzt von seinen anderen Rollen, die man zuletzt immer wieder von ihm sieht. Ziemlich vorhersehbare Geschichte, Figuren teilweise sehr plump inszeniert, die Musik für mich zu drüber und zu keinem Zeitpunkt wirklich spannend, was für einen Thriller nicht in Ordnung ist. Am Ende gebe ich ihm noch 5 mit Zug nach unten von 10 möglichen Punkten als Action-Thriller, 4 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Das ist leider nicht doll und das ist wirklich schade, weil ich Liam Neeson wirklich mag und wahrscheinlich diejenigen, die jetzt große Liam Neeson-Hardcore-Fans sind, in erster Linie dann vielleicht sagen, oh, ich will die Ice Road sehen. Ich habe auch zuletzt The Marksman nicht gesehen, da wurde ich ein paar Mal gefragt, vielleicht hole ich den mal nach die Tage. Ansonsten war das jetzt erstmal meine Review zu The Ice Road, der auch erst am 14. Oktober in den deutschen Kinos startet, was ja erst in knapp 1,5 Monaten der Fall ist. Mal gucken, was ihr dann vielleicht dazu sagt, dann checke ich nochmal diese Review in den Kommentaren, wenn er dann im Kino lief, ob ihr das ähnlich empfindet oder sagt, oh, der war ja richtig klasse, könnt ihr mich dann ja gerne wissen lassen. Okay, da bin ich am Ende dieses Videos und bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.